So, hallo Freunde und damit herzlich willkommen endlich mal wieder zu einem neuen Vlog hier auf meinem Kanal. Wir haben schulfrei, es ist das schönste Wetter und was kann man da mal machen? Genau, man kramt mal wieder sein Pennyboard raus, was man seit circa einem Jahr nicht benutzt hat, seit letztem Sommer. Und ja, bewegt das mal wieder so ein bisschen und genau das werden wir hier und heute in diesem Vlog tun. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. Let's go! Das ist ein Fidget Spinner. Guck mal. Den benutzen alle. Den kannst du drehen, Tricks mitmachen. So. Jetzt habe ich dich gerade eben gefunden. Will mit dir besprechen, was wir in der nächsten Fernbus-Simulator-Aufnahme machen. Und jetzt dreh ich hier. Drehst du hier? Ey, das gibt's nicht. Was ist das für ein Ding? Willst du auch mal? Ja, toll. Jetzt habe ich hier so ein Ding und jetzt? Ja, dreh den mal. So. Und nun? Finger. Klasse, ne? Naja, das muss ich glaube ich noch mal üben und damit gehen wir zurück ins Studio und gucken, ob ich mittlerweile schon ein bisschen fitter bin in Sachen. Seitdem ich dieses kurze Video gedreht habe, ist nun über eine Woche vergangen und wirklich besser kann ich das mit diesem Fidget Spinner immer noch nicht. Und ich bin ganz ehrlich, ich will es auch nicht besser können. Ich weiß nicht, das ist ein Fidget Spinner und das ist so ein Ding, das hältst du in der Hand hier, so wie ich es jetzt habe. Und dann drehst du daran so und dann ist das gut und soll irgendwie deine Konzentration fördern. Und wozu brauche ich das? Was soll das? Irgendwie ist, soweit ich weiß, hat sich das eine amerikanische Lehrerin für ihre Schüler ausgedacht, damit die sich irgendwie besser konzentrieren können. Aber jetzt mal ehrlich, wenn ich dieses Ding habe und in der Schule, und mittlerweile sind die Dinge auch zumindest in Amerika in der Schule verboten, dadurch kann ich mich doch nicht besser konzentrieren. Was bringt mir das? Du sitzt dann da an deinem Tisch in der Schule und musst eigentlich irgendwie, weiß nicht, Mathe rechnen, da irgendwelche Matheaufgaben rechnen. Und statt dass du Mathe rechnest, hast du dieses Ding in der Hand, was dir dabei helfen soll, dich zu konzentrieren. Aber du kannst dich ja nicht auf deine Aufgaben konzentrieren, wenn du dieses Ding in der Hand hast und daran drehst. Und außerdem finde ich diese Dinger mittlerweile total nervig, weil, Entschuldigung, jeder Idiot mittlerweile so ein Ding hat und da immer, vor allem im Schulbus morgens, da die kleinen 5- und 6-Klässler oder was weiß ich, 7-Klässler, die haben dann dieses Ding da in der Hand und drehen da und unterhalten sich da laut drüber und dann fällt so ein Ding runter und dann ist es laut und dann wird er gesucht und da ist ein riesen Drama um diese Dinger. Ich weiß nicht, ich finde dieses Ding nicht besonders, es ist einfach, aber trotzdem ich mit diesen Dingern so gut wie überhaupt nichts anfangen kann und mich überhaupt nicht dafür interessiere, finde ich trotzdem interessant, wie sich diese Dinger ja in den Trend gerückt haben. Also es ging ja glaube ich so Ende April los, dass sie da in Amerika so voll in den Trend kamen und jeder so ein Ding haben musste. Dann hat es natürlich nicht lange gedauert, bis die Fidget Spinner über den großen Teich rüber nach Europa gewandert sind und hier jetzt in Deutschland halt auch voll im Trend sind. Aber mich wundert, dass das so kleine Dinger wirklich so ein Aufsehen erregen können. Aber so ist das ja immer. Also ich weiß nicht, als ich in der 6. Klasse oder so war, da waren diese, wie nennt man diese Kreisel, diese Beyblades oder wie die heißen, da waren die voll im Trend, da musste jeder sowas haben und dann in der Pause kamen da alle mit ihren Dingern zusammen und dann auf der Tischtennisplatte wurden die dann da so,
weißt du, so gedreht halt und dann so ein Duell und so und dann gab es da ja auch in der Werbung und Sendung gab es darüber und das ist schon ziemlich krass und über die Fidget Spinner, vor allem jetzt auf YouTube, wie beliebt die sind und wie viele Videos darüber gemacht werden. Selbst der Snook macht ein Video darüber, damit er Clickbait und so Klicks ergattern und so, weißt du, hier mit diesem Video über Fidget Spinner, weil hier überhaupt keine Skills gezeigt werden, aber allein wie viele Videos darüber gemacht werden und Tipps zum selber bauen so gibt es ja, also man kann sich Fidget Spinner selber bauen, man kann sie irgendwie aus, was war das, irgendwie aus Feuerzeugen oder aus Schlüsseln kann man die bauen, also dass die Dinger dann teilweise auch so brennen und da sind auf jeden Fall ziemlich kreative und viele Ideen und das wiederum finde ich gar nicht mal so schlecht, dass man dann halt wirklich diesen Trend nimmt, aber dann nicht nur so ein Ding kaufen möchte, sondern auch kreativ wird und sich die Dinger so selbst zusammenbaut und damit selbst so ein bisschen Spaß hat und ganz ehrlich, warum nicht, aber meiner Meinung nach, also nein, Fidget Spinner, was soll das, weg damit, Igitt, eklig. Aber was haltet ihr eigentlich von diesen Fidget Spinnern? Sind es wirklich Objekte, die dieses Jahr 2017 überleben können? Oder sind das Dinger, die vielleicht jetzt so im Sommer attraktiv und interessant sind, aber dann irgendwie so im Laufe des Herbst und Winters so langsam wieder verstauben und in der Ecke liegen? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Also meiner Meinung nach wird das nur ein Trend sein, der kurz sein wird und danach nicht mehr viel mit diesen Dingern passieren wird und man auch erstmal nichts mehr davon hören wird. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, endlich mal wieder ein Vlog vom Snook. Wurde ja auch Zeit. Würde ich mich freuen, wenn du dieses Video mit einem Daumen nach oben bewertest und diesen Kanal völlig kostenlos abonnierst, falls du es noch nicht getan haben solltest. Und ansonsten sehen wir uns vielleicht nächsten Sonntag oder übernächsten Sonntag wieder zu einem neuen Vlog hier auf diesem Kanal. Ich lebe auf jeden Fall noch. Bis dann und tschüss. Diese Dinger, die sind so, mal dran drehen, 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 drehen. Es bringt nichts. Weg damit. Und jetzt tschüss.